Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 auf dem Super Nintendo. Mein Charakter laggt und langweilt sich dabei. Mit dabei ist wieder der Kill Bill mit Knick, Knack am Kopf. Ja, Knick, Knack, Kopf, und genau. Mit dabei ist auch die Ich zupfe im Haar Mary. Ja. Yeah. Hallo. Das hat jetzt ja perfekt gepasst, hey, voll Premium. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge, die war wahrscheinlich ein bisschen länger, habe ich so zumindest in Erinnerung, haben wir Begö kaputt gehauen. Und deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Genau, dieses Schloss ist ja gerade zusammengefallen in der letzten Aufnahme. Kaputt gegangen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder aus diesem Schloss hinausfinden, was so halb zerstört ist. Attacke, Mama! Ich weiß nicht, wie ich angreifen tue. Wo ist mein Angreifen-Knopf hin? Warte, ja, okay. Ah, hier, da ist er. A, auf A ist angreifen. Hä? Nee, B. Auf A. Hey, B, ja. B, A, B, A. A, B, A. Ababa. Abababa. Ababär. Ababär. La Baba, ja, letzte Woche war leider etwas Abstinenz der Fikaner mit seinen Uploads. Ja, das tut mir auch nachträglich leid, aber es war so anstrengend die Woche. Ich bin nach Hause gekommen von Arbeit und bin dann einfach umgefallen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, irgendwie was zu planen. Ja. Ja. Gut, ich bin nur befroren. Und dafür gibt es dann aber auch noch coole andere Spiele, die dann demnächst aufgenommen werden. Hm? Sind wir jetzt alle, sind wir jetzt gewiped oder was war jetzt hier los? Nee, irgendwas. Guck mal mich an, Alter, ich bin fast down. Gut, dass ich runtergegangen bin. Ja, ich war aber voll cool. Der hat uns gerettet, Mary hat uns gerettet. Das war total alles geplant. Ich danke dir, Kibbel, ich danke dir, Mary. Ja, so sind wir eben. Einfach nur freundlich. Ich dachte echt, wir wipen jetzt direkt am Start der Aufnahme. Da hätten wir gleich wieder verwerfen können. Ja. Warte. Ups. Nee, warte mal, das war ich. Ja. Ich spiele Mary bei. Ich war zwischendurch down, deswegen. Oh nein. Du bist down, ja stimmt, du bist Mary. Ja, warte, du hast doch mal die Chance, etwas zu ändern. Oh, der hat Liebe. Liebe sind wir. Warte. Ich bin jetzt hier durcheinander. Ja? Ich auch. Aber total. Wie wechsle ich jetzt hier den Charakter nochmal? Gleich schon zu Anfang. Warte. Oh, scheiße. Dann. Mit Start und Select. Ich habe aber nichts gedrückt. Ich bin Mary und ich in mir zusammen. Warte, wir müssen immer ein Screen wechseln, dann ging es wieder. Echt, ja? Warte, ja. Ich bin mal hier ein bisschen... Du musst bloß gucken, dass du jetzt du bist. Mit Start kannst du ich. Wenn ich bin, bist du dann du? Vielleicht zu Anfang schon Identitätskrisen. Oh, fuck you, ey. Kackscheiße. Identitätskrisen, genau. Ja, das ist gleich an Anfang schon mal gut. Geh mal runter, Bier. Nee, geh mal runter, du mal saven und dann mal laden und dann müsste klappen. Alles cool. Sonst hatte ich doch das Problem mit Kilby. Ja, da sind jetzt die ersten Aufnahmeschwierigkeiten wieder seit langem. Ja. So, jetzt müsste eigentlich klappen, theoretisch. Oder? Quatsch nicht. Doch, jetzt müssen wir laden, ne? Warte mal, wir gehen jetzt hier mal wieder in das Menü. Mary bewegt jetzt mal gleich den Cursor. Also tut so, als ob sie bewegt. Ja, ich auch, bewegt, muss, okay. Bewegt. Du musst auch Start drücken, ne? Glaube ich, oder? Ja. Da guck, es geht wieder. Warte. Jetzt bin ich wieder ich. Ja, yeah, es geht los. Und jetzt, let's play. Oh, geil, okay, Mary, wir haben uns befreit. In der nächsten Runde. Da hingen unsere Zahnspangen aneinander. In Round 2. Fight. Round 2. Fuck! So, warte. Dämonen sind gegen Feuer allergisch, ne? Auf jeden Fall. Nee, gegen Vogelauch. Ich glaube, Wasser hat da nicht viel Feuer gebracht. Ich glaube, mit Feuer heilt. Das war irgendwie total verkorkst. Und ich dachte, Weihwasser, Wasser. Wasser. Ja, okay, dann mache ich halt Erde. Mach Wasser. Mach Erde. Ich mache erst Erde und dann mache ich Wasser. Dann ist er nämlich Matsch. Pull mal in Erde. Okay. Da hat ihm aber nichts abgezogen. Irgendwie nicht, ne? Das war irgendwie Low Level. Ist halt wieder typisch hier. Typisch! Oh, man ist eh Wasser drauf auf die Kanone. Das war schon mal gut. Warte, wie mache ich jetzt immer noch mal Special? Na, mit. B. Nee. Doch. Achso, nee, es ist wack. Es ist wack. Geswackt ist es. Es ist voll wack gewaxt. Nee, wack ist swacked. Geswackt. Ja. Okay. Wack ist swacked. Warte, jetzt probiere ich mal mein Special, ja? Ja, mach mal Special. Also Special ist mit B. So wie du gesagt hast. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Ja, hast du auch gesagt und das war korrekt. Correcto mundo. So, ja. Kill Bill, heil me. Heil. Sieg, meine heil. Runde heilen. Was hast du da gerade gesagt, Kill Bill? Das war doch einer. Ich soll ihn du heilen. Hast gesagt. Ja, das hast du gesagt. Zum Siegen. Zum Siegen musst du heilen. Natürlich. Ja. Ja, sie keilen eben. Oh Gott, ey. Alles klar. Kommt dieser Spruch etwa wirklich aus der Secret of Mana Welt?
Ja, eigentlich weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Eigentlich schon. muss. Oh, ich wollte ihn anspringen. Aber noch hoch? Wo muss er jetzt hin? Oh. Sieht halt so verlockend hier oben aus, ne? Ja, irgendwie schon. Mal wieder ohne Plan. Nee, wir müssen doch aus dem Schloss wieder raus, oder? Wenn ja, kaputt ja, gegangen ist. Schon. Dann kommen wir, glaube ich, nicht weiter, wenn wir nach oben gehen. Ey, fuck, hier waren wir auch schon. Hä? Ja, hier war ein Boss. Hier geht's aber runter. Okay, Leute, also, falls wir jetzt hier einmal total die Krütze machen, es tut mir herzlich leid. Wir haben keinen Plan von nichts. Aber was war denn dann da oben? Weiß ich nicht, da sind wir doch... Sind wir da überhaupt mal lang gekommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Lass uns mal da oben lang gehen. Irgendwer ist fast down. Soll ich mal abhauen? Ich hau ab. Nee, passt schon. Nee, du. Dich. Du dich. Geh doch auf Kilby. Ich zieh die ab. Nee, dann lass uns mal da oben lang gehen, weil vielleicht haben wir da doch am Ende doch was gegessen, ne? Das ist nicht gut, wenn man im Spiel an Orten zweimal lang kommt, dann weiß man immer, man dreht sich im Kreis. Ja gut, wir hätten ja ein Seil nehmen können, aber trotzdem. Nee. Guck, wie schnell da hochgerannt bin jetzt. Bam! Mary, ich rette dich! Hehe, pfff. Hä? Stand da gerade? Echt? Ja. Stand ich rette dich? Da stand hehe, pfff. Vielleicht sind wir ja doch richtig. Hehe, pfff. Nee, die Hexe, die spricht manchmal mit uns, weißt du? Quatsch. Labert nicht. Seit wann das? Lass mal jetzt in Ruhe hier. Oder? Ja, komm, den Eiermann, den machen wir noch Platz. Den Eiermann. Oh, fuck. Nee. Dämonischer Dämon, ich werde dich besiegen. Kill Macht him. Des Wassers, verwandel ihn zu Staub. Oh, ey, das bringt wirklich... Oh, fuck, jetzt heilt er sich, oder was? Der ja, sagt... Ey, der hat sich so viel geheilt, wie ich den abgezogen habe. Die Drecksau. Jetzt macht, natürlich macht das eine Todesbombe des Todes. Ja, das könnte wirklich Bombe des Todes sein. Oh, fuck. Okay, Mary. Du heilst Mary, ich heil mich. Sounds okay. Like a plan. Clash of Clans. Wir haben nicht mal Schoki dabei. Oh ja, scheiße. Wir sind so genoobt, ey, hier. Wir sind voll noobs voll hier. Voll abgenoobt, ey. Hm. Wie soll man das überleben, ey, ohne Schoki? Ganz einfach. Wir wehren uns gegen Gegner, als wären sie Gegner. Als wären sie Dämonen. Genau. Das sind Dämonen. Dämonische Dämono. Wir spielen Dämonio. Dämonia. Nein, das ist so Domino mit Dämonen halt. Und wo ich Domino gerade sage, fällt mir der Domino Day ein. Habt ihr früher auch zur Weihnachtszeit in der Schule Domino Day gespielt? Halt! Domino keiner, Day. Halt! Kibbel, stehen bleiben! Mary, stehen bleiben! Keiner drückt was von euch! Hey. Ich möchte keine Identitätskrisen wieder verursachen. Identitätskrisen, oh ja. Krisen. Wir haben noch Schoki. So. Pass mal auf, ja. Ich weiß nicht, ob wir noch Schoki da haben. Poseidon, Schuppe, Mama, Popoöl. Popoöl. Da, Schoki. Guck mal, Schokolade. Wir haben noch einen Arsch voll Schokolade. Ein Arsch voll Bonbons. Und jetzt kann der Kilbel nochmal eine Heilrunde machen. Was? Zu spät. Was? Du warst zu spät mit deinem, mit deiner Ansage. Überhaupt nicht zu spät, du warst bloß wieder zu schnell. Ja, das sind eh nur Noobs. Eigentlich sind bloß diese Dämonendrachen gefährlich. Also wundert mich, dass sich deine Freundin noch nicht beschwert, dass du immer zu schnell kommst. Diese Gargoyles. Ich komm gar nicht so schnell, laber nicht. Klar, guck doch mal, wie voreilig du immer bist. Ja. Erster, ist wie im Bett. Erster. Oh Mann. Jawohl. Der Kibbel ist fast down. Heilt ja. Er selber. Ist halt so, wenn man Erster sein will, ist man gleich mal down, ne? Ja, das ist erster Spielervorteil, weißt du? Mhm. Ja, toll. Du, wow, was? Ich bin down! Ja. Aber die sind so schwach, die töten uns nicht, gell? Okay, ich steuere schon Mary. Weißt du? Ich. Ich steuere schon wieder Mary. Das ist so Lotterie-mäßig. Und zwar wird dann quasi ausgewählt, stirbt oder stirbt er nicht. Echt? Ja. Und diesmal hat's geklappt. Okay, Mary, kannst du wieder rein? Bam! Genau, wirf die Kugel. Er wirft die Kugel, genau. Allerdings. Vampirkönigin mit Feuer. Könnte was werden. Juhu! Hat geklappt. Auch wenn kein Feuer kam. Oh, jetzt. Oh, Mary macht Level. Siehst du es? Jetzt können wir darauf hinweisen. Das sind nämlich Erneuerungen hier. Ja. Diesmal steht hier alles auf DE. Genau, mit Glüh und Gei.
Plü und Guy und Agi. Die anderen kann man irgendwie schwer lesen, weil die so beflackern, oder? Und Stäh, da steht Stäh, für Verstärker. Stärke, mein und Stärke. Vitalität, und Geist, Plü. Ja, also machst du jetzt Guy oder Plü? Es passt nämlich auch da drüben. Sieht auch wie ein M da drin. Es passt nämlich auch mit diesen rechten Dingern da zusammen. Das Int könnte auch ein Imt sein. Ja, aber wir haben doch ein Int dort rechts stehen, oder? Ja. Intelligenz, deswegen ist es sehr schön gemacht. Ja, aber sieht aus wie ein... Vielleicht sieht aus, als hätte sich jemand vertippt. So, können wir jetzt mal vorwärts machen? Ich kann nur Geist und Glück. Ja, weil du viel zu overpowered bist. Du bist ein Typ. Oh, Alter. Nee, ich kann das sagen, warum. Ich kann das sagen, weil wir müssen ins Mannerland uns die dritte Stufe holen. Genau. Stimmt. Deswegen gehen wir jetzt bestimmt auf den Turm. Ach komm, wir lassen die Gegner einfach in Frieden. Ich weiß nicht, am Ende ist immer zu anders. Ich mache mich gleich Disco-Light und dann nervt. Das ist ja da oben, der. Ich geh einfach weiter. Ja, geh mal weiter, genau. Scheiß auf die Gegner. Guck mal, da ist der Totengräber. Pass auf, jetzt sind wir da. Jetzt kommt nochmal Bigö. Und wir stellen fest, wir haben sie noch gar nicht besiegt. Oh, 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 oh. Wo sind wir? Jemand Böses ist hier. Jemand Böses. Jetzt geht's weiter. Ich krieg Panik. Oh, who's that? Elliot, okay. Dunkler Prinz. Wer ist der dunkle Prinz von uns? Stop. Warte, ich mach den dunklen Prinz. Ich mach den dunklen Prinz. Ja, du machst den. Warte. Das dauert einen Moment. Oh. Das dauert einen Moment. Der hat nämlich seine mega master dunkle Stimme. Oh ja, die kommt jetzt, pass auf. Oh, ihr seid hier. Also hat Bigö verloren. Ah, ein akzeptabler Verlust. Ihr würdet mir eh viel nützlicher sein mit eurer Stärke und der Kraft der Gottesbestien. Nichts könnte uns aufhalten. Wie wäre es? Möchtet ihr mir dienen? Wo ist Elliot? Sag es mir! Ja, also, Elliot wurde als Adliger geboren. Sein Körper wird einen schönen Ersatz für meinen darstellen. Was? Das werde ich niemals zulassen. Nur ein Narr würde sich meinen göttlichen Kräften entgegenstellen. Genug der Drohungen. Du kannst noch auf eine Gewinner... Oh, fuck, ich habe mich verlesen. Moment. Ich habe es falsch gesagt. Genug der Drohungen. Du kannst noch auf die Gewinnerseite wechseln. Dir dienen? Nach allem, was du getan hast? Hohoho, ihr wollt die Vergangenheit nicht hinter euch lassen? Na schön. Der ehemalige Erzdämon wurde bereits von mir getötet. Ich bin der neue Herrscher der Unterwelt. Ich bin fucking Hades, Junge. Zunächst werde ich der Unterwelt ihren alten Glanz wiedergeben. Und dann, die Grenzen, die die Göttin schuf, werden mit der Kraft des Mana-Schwärzen neu gezogen. Oh yeah. Yeah. Die Unterwelt und die Oberwelt werden endlich wieder meiner Führung verschmelzen. Unter meiner Führung. Alter, da kriegst du jetzt hier ein dickes Schwert auf den Kopf, Junge. Blub. Nein, nicht auf meinen Kopf. Das Schwert, stopp. Ja, das Mannerschwert. Seht, wie ich dessen Kraft freisetze. Du musst einfach nur ja den Nippel drehen. Nein! Stopp! Nicht meine Nippel! Und dann mit der Kuppel ganz nach oben drehen und so weiter. Weißt du Bescheid, ihr Schätzelein. Was sollen wir tun? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ja der blöde Anführer unserer Gruppe. Hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ihr könnt nichts dagegen ausrichten. Mana, die Quelle, von der Göttin ihre Kraft bezieht. Ja, danke schön, dass Sie mich korrigieren, Herr Kilby. Yeah. Von der die Göttin ihre Kraft bezieht, weilt jetzt in mir. Die Auferstehung der Unterwelt steht kurz bevor. Ich kann... Was ist das? Nein! Dieses Licht trifft mich ins Herz. Das kann nur die Göttin sein. Sie lebt noch. Na schön.
Ich gehe in das Heilige Land. Ich werde die Göttin verbannen, so wie sie es mit uns vorhat, vor Jahrhunderten getan hat. Junge, ich verpiss mich erstmal. Er ist weg. Und das Mana-Schwert auch. Es ist aus. Verdammt Kackias, Junge. Sag so etwas nicht, Pick. Solange du die Hoffnung nicht aufgibst, ist nichts verloren. Ach, laber doch kein Bullshit. Ich wählte dich vielleicht zufällig. Das Mana-Schwert jedoch wählte dich wegen deines starken Willens. Durch Zusammenhalt und Mut habt ihr die Gottesbestien besiegt. Ihr könnt auch den dunklen Prinzen aufhalten. Lasst uns jetzt aufbrechen. Die Göttin ist in Schwierigkeiten. Scheiß auf die Göttin. Du hast recht. Wir werden unser Bestes geben. Jetzt los zum heiligen Manaland. Buyakasha. Buyaka. Nein, Buyakasha. Buya. Oder wie die Turtles früher sagten, Kawabanga. Jetzt kommen wir raus mit dem Seil, ne? Let's go to the beach. Let's go to the... Ja, wirklich, zum Mana Beach. The Mana Beach. Die Mana Beach. Hä? Mana Beach. Seil. Wenn wir jetzt das Seil... Nein, fuck. Wieso? Wir sind auf dem Dach. Hallo, hier ist kein... Hier ist kein... Nix über uns. Springen wir einfach runter. Ja, das ist vielleicht das Problem. Wir müssen was über uns haben, um das Seil zu verwenden. Nein, nein. In Höhlen geht's eben nicht, das Seil. Das muss irgendwie nichts über uns haben. Warte, ich hab mich verklickst. Mal wieder. Warte, pass auf. Da, jetzt können wir das Seil verwenden. Was ist denn das für ein Kack? Ja, das Wundertau, das funktioniert nur, wenn du es an der Decke festmachst. Ja, genau. Es ist viel zu schwierig, nämlich das Seil irgendwie festzumachen und sich dann abzuseilen. Ein Abseilen. Ja. Jetzt können wir den Mana super machen. Und ein Wolf vor dem Kopf. Scheiß drauf. Wer macht denn so ein Mist? Lufti rufen. Ja, echt mal. Nein. Kilbel, du rufst jetzt nicht Lufti. Ich rufe Lufti. Oh, du kannst gar nicht Lufti rufen. Es geht bestimmt auch wieder nur in der Höhle. Ja, wahrscheinlich, genau. Genau. Ihr hättet nur den vielleicht auch oben im Turm rufen können. Naja, bisschen Schattenboxing machen. Warte mal, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen leise geworden. So. So viel geiler, Leute. Ah, mein Mischpult ist so geil. Ist geil, ne? Macht sich so Premium gut. Premium. Bam. Bam. Chica, chica. Oh, hier, der macht einen Feuerstoß. Krass, ne? Noch nicht gesehen. Flammen-Item. Kill B ist gleich down. Gleich. Ich auch. Sieg. Sieg und flieg. Du es hast ist soweit. Oh, mein... Kill B. Oh, Kill B. Skid up. Wundertau, oh flieg, ich bin soweit. Ich will hier raus. Oh, der ist scheiße. Hier raus. Oh, komm, wir gehen zurück. Und dann? Können wir das Wundertau benutzen? Meinst du? Ja, weil dann keine Gegner da sind. Ja, geil. Geil, oh Mann. Das sind nämlich die zwei Voraussetzungen für ein Wundertau. Du brauchst eine Decke. Oh. Lol. Komm hier auch nochmal raus? Probier's leider mal. Das ist voll gut gelaufen. Ja, nee. Das hat sich gelohnt, ja. Sind wir okay, jetzt fuck, komm. Plus, wir rennen jetzt einfach durch. Kibbel, du heilst uns fleißig dann und wir rennen jetzt einfach durch. Ja, ich heile jetzt gleich mal. Ja, heil jetzt gleich mal. Kleimer. Ja. Ja, eigentlich bringt's ja nichts. Die Gegner töten schon. Wir sind ja eh overpowered hier. Ja. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher. Also ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwie sterben. Wir können ja nichts wirklich erhöhen, außer irgendeinem Scheiß. Ja, das stimmt allerdings. Also, wir müssen wirklich langsam mal an den Tempel der Wahrheit ran. Jetzt ist er weg. Oh. Der heilige Tempel der Wahrheit. Los, ja, sehr gut, Mary, sehr gut. Mit Weltlaufen kennt sich sie aus. Ey, guck mal. Halt, was ist das? Oh, Safe Station. Das ist was Gutes. Das, deswegen haben wir uns geheilt. Na gut, es war eh nur Zauber, deswegen geht's. Saving? Logisch. Logisch, floggisch. Clickman, so, 26, 21, 4, 5. Ja, bestimmt, wir müssen mal abmoderieren, ne? Das war doch der erste Part schon. Ja, wir sehen uns hier nämlich fertig. So Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Übrigens, das habe ich vorhin total vergessen, das ist die Version 2.03, die wir gerade spielen, mit der Beta-Revision 1.046. Junge,
Krass. 1046. So viele Updates gab es ja schon. Nee, ja, genau. Da war der Special richtig hart. Bei jedes Komma hat nämlich einen eigenen Release bekommen. Ja. So sieht das nämlich aus. Also sehen wir uns dann im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Das ist mein Part. So.